Hey, seid ihr Koskans, ihr seid bei Angie. Angie ist immer noch Park der Sinne. Und ich habe immer noch diese herrliche blaue Bank. Und jetzt werde ich die dafür nutzen, tiefe Ausfallschritte zu machen. Wir machen aber vorher die Hüfte und die Hüftgelenke warm. Beginnen im Stand. Also, geh zu deiner Bank, geh zu deinem Stuhl, was du hast. Eine Hand auf die Bank, andere Hand hinter Kopf. Gewicht auf ein Bein, du hebst ein Bein an. Jetzt gehst du von vorne nach außen und zurück. Das ist die erste Übung. Wir starten. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Nochmal. Wir haben noch 4, noch 3, noch 2 und 1. Und kurz absetzen. So, und jetzt gibt es eine Rotation. Jetzt musst du mal ganz kurz gucken. Das sieht so aus. Von hier gehst du nach außen und jetzt machst du so einen kleinen Kreis. Ja, und jetzt starten wir. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Wir wechseln mal die Seite. Wir fangen wieder an, einfach mit nach außen gehen. Knie hoch. Jetzt gehst du nach außen, wieder zurück. Wir starten. Auf und zu. Auf und zu. 3 und zu. 4 und zu. 5 und zu. 6 und wieder rein. 7. Wir haben noch einen. 8. Kurze Pause, absetzen. Jetzt kommt das wieder mit der Rotation. Wir heben an, du gehst nach außen und am anderen Bein vorbei. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Also, ich hoffe, es hat geklappt. Wäre schön. So, pass auf. Wir stehen seitlich an der Bank. Eine Hand werden wir gleich rauflegen. Dann machen wir einen tiefen Schritt. Guck dir den ersten wieder an. Paralleler Stand, hüftbreit. Das Bein, was außen ist, also weg von der Bank, das geht runter. Hand drauf, du gehst tief. Wenn du sagst, oh, so tief kann ich ja nicht, dann gehst du ein bisschen höher. Ja? Und dann drückst du dich hier auch ab und da. Und dann geht es wieder hoch. Das ist die erste Übung. Wir starten. Tief und jetzt Abdruck. Und los geht's. Das heißt, du wirst ein Bein mehr spüren, nämlich dein Standbein. Ja, Abdruck. Nochmal. Und Abdruck. Wir haben noch 4. Abdruck. Noch 3. Abdruck. Noch 2. Abdruck. Letzte Mal. Und Pause. Wir wechseln auch immer auf die andere Seite. Also nicht nur eine Seite arbeiten. So, er startet. Eine Hand geht runter. Das Bein, was außen ist, geht nach hinten. Los geht's. Du gehst tief. Drückst dich einmal beim Fuß ab und einmal hier an der Bank. Okay, ab jetzt zählt's. 1, 2 und 3, 4. Ausatmen. 5. Luft raus. 6, 7. Einen hast du noch. 8. Pause. Ich hoffe, es war schön. Ja? Okay. So, jetzt musst du gucken. Und zwar gehen wir jetzt den Schritt nach vorne. Musst du einmal ganz kurz gucken. Steht dicht an der Brand. Ich bin wieder an der Bank. Hüftbreit. Und jetzt gehe ich nach vorne. Und jetzt gehe ich tief und drück mich ab. Okay? Also jetzt nicht nach hinten, nach vorne. Wir probieren. Eine Hand und los geht's. Tief, Abdruck. Und tief, Abdruck. Nimm ruhig die Hand hoch. Tief und Abdruck. Kurzfristige Belastung auf Fuß- und Kniegelenke. Handgelenk auch in dem Moment, weil du ja dich abdrückst. Haben wir noch 2. Haben wir noch 1. Und dann hast du den letzten. Erste Seite geschafft. Dreh mit mir. Andere Seite.
Yes. Hand hoch. Hände hoch. Wir gehen Schritt nach vorne. Und tief Abdruck. Ja, du musst richtig den Fuß in den Boden drücken und wieder zurück. Hand und Fuß drücken ab. Nochmal. Yes. Gib mir noch vier. Yep. Drei noch. Abdruck. Zwei noch. Abdruck. Letzte Mal. Hände hoch. Hast du geschafft, ne? Ich sag mal, ich hoffe, du hast deine Beine gespürt. Beinmuskeln, innen, außen, Rücken, Bauch. Dann hast du alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal.